Hallo ihr Lieben! So, wie ihr seht, ich habe heute doch noch Zeit gehabt und konnte dieses Video jetzt auch gleich noch aufnehmen. Und ja, ich hoffe, dass mein Akku durchhält. Das ist immer mein größtes Problem, wenn ich drehe. Akkus. Ich habe nur 2 Stück und dadurch, dass ich immer so viel rede, brauche ich für ein Video meistens schon einen kompletten Akku auf und dann noch ein bisschen was von dem anderen, weswegen ich dann immer den anderen gleich wieder ins Ladegerät hänge, wenn ich weiter drehe. Und dann hoffe ich immer, dass wenn der zweite Akku leer ist, der erste wieder voll ist. Aber naja, gut, das sind halt meine Probleme, die ich so habe. Ich sollte mir irgendwann mal einen dritten Akku kaufen einfach, dann hätte ich das Problem nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, so viel zu dem Thema. Ich habe jetzt noch Zeit zu drehen, deswegen drehen wir jetzt gleich noch meine noch nicht beendeten Buchreihen, die ich habe aktuell. Ich gerade noch dran bin, diese fertig zu lesen und es sind ein paar. Es sind insgesamt, warte, lasst mich kurz gucken, habe ich das hier irgendwo notiert? Also ich habe im Moment 30 angefangene Buchreihen. Ja, es sind weniger wie auf jeden Fall die Jahre davor, da waren es immer so über 40. Also ich bin da schon gut runter, aber ich habe halt auch aussortiert und konnte Reihen nicht weiterlesen. Sonst wären ja Constellation, Renegades, Diabolic und Stormheart noch mit dazu. Das wären dann 34 und auch die Big Time Reihe, das wären 35. Also dadurch, dass ich einige Reihen nicht beenden kann, ja, sind es halt jetzt 30 Stück, die ich aktuell noch offen habe an Buchreihen. Wie gesagt, ich versuche momentan auch keine weiteren Reihen mehr anzufangen, weil es einfach zu viele sind. Also 30 Reihen ist für mich noch okay, es ist eine überschaubare Zahl. Wie gesagt, dadurch, dass ich auch alles immer auf Listen habe und mit Listen führe, habe ich da ja einen ganz guten Überblick, was ich alles noch beenden muss. Ich weiß, es gibt Leute, die haben 80, 90 Buchreihen angefangen, wo ich mir dann denke, so, das ist krass. Weil da muss man dann auch echt erstmal den Überblick behalten, was wann rauskommt, was man noch lesen muss. Und man weiß dann im Endeffekt vielleicht von Geschichte 1 nicht mehr, was bei Geschichte 3 passiert ist. Und also es ist schwierig, dann noch den Überblick zu behalten bei so vielen Reihen. Deswegen bin ich mit 30 eigentlich ganz zufrieden. Und ich gucke, dass ich das jetzt hier ein bisschen in einem Schnelldurchlauf mache, wegen meinem Akku. Weil wie gesagt, ich habe jetzt nur noch den einen, der andere lädt gerade. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir mit diesem einen Akku irgendwie es schaffen, dieses Video hier zu drehen. Weswegen ich jetzt ein bisschen schneller mache. Aber wie gesagt, das sind angefangene Reihen. Ich kann so viel zu den einzelnen Reihen sowieso nicht sagen. Wir machen das jetzt so, wir starten mit den Reihen, die ich rein theoretisch dieses Jahr beenden könnte, weil da bereits alle Teile erschienen sind. Und gehen dann über zu den Reihen, die ich noch beenden muss, bis hin zu den Reihen, wo ich keine Ahnung habe, wann sie jemals enden werden. Auch davon habe ich einige. Und ja, die erste Reihe, die ich rein theoretisch dieses Jahr beenden könnte, wäre Vollendet von Neil Schusterman. Da habe ich alle 4 Teile da. Ich habe den ersten Teil damals gelesen. Ich fand den ultra krass. Das ist jetzt aber auch schon wieder 3 Jahre her. Also ich würde auf jeden Fall den ersten Teil nochmal lesen, wenn ich diese Reihe dann anfange wieder zu lesen. Und ja, Vollendet ist die erste Reihe auf meiner Liste, die ich rein theoretisch beenden könnte, weil ich alle 4 Teile da habe. Und ja, die müsste ich einfach auch mal lesen, weil Vollendet ist einfach so, so krass und so unglaublich gut. Der erste Teil war mega. Das eine Kapitel, ich hatte mir so eine Gänsehaut beschert. Ich habe da, oh, es war so abgefahren und zwar so, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war einfach so verdammt gruselig, sich das vorzustellen. Und ja, Vollendet von Neil Schusterman. Klare Leseempfehlung auch von mir an dieser Stelle. Muss ich auf jeden Fall mal weiterlesen. Dann könnte ich rein theoretisch beenden Throne of Glass von Sarah J. Maas. Ich habe die ersten 3 Teile dieser Reihe gelesen, habe dann nach dem dritten damals aufgehört, weil mir der dritte Teil irgendwie nicht mehr so gut gefallen hat damals. Ich war halt einfach ein riesiger Chowl-Fan und die Entwicklung im dritten Teil, naja, ihr wisst, wer das kennt, naja, ihr wisst, wie sich das im dritten Teil entwickelt und ich war damals einfach so unzufrieden damit und das hat mir nicht gefallen und ich fand das doof und dann war ich komplett raus aus dieser Reihe und habe dann nicht mehr weitergelesen. Ich möchte aber auf jeden Fall weiterlesen. Ich überlege, ob ich alle 3 Teile nochmal lese oder nur den dritten nochmal lese. Ich weiß ja noch grob, was passiert ist, aber ich glaube, den dritten muss ich nochmal lesen, sonst habe ich den Anschluss nicht mehr. Also die ersten 2 Teile, da ist es so, obwohl, die müsste ich glaube ich auch nochmal lesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnte ich Throne of Glass beenden, weil da ja die Reihe inzwischen mit 7 Teilen abgeschlossen ist. Krass, 7 Teile, oh mein Gott. Dann habe ich ja jetzt erst angefangen Neon Birds von Marie Grasshoff. Das habe ich ja jetzt erst beendet diese Woche quasi. Und da kommt der zweite und dritte Teil aber auch dieses Jahr noch raus. Das heißt, ich könnte diese Reihe auch dieses Jahr gleich wieder beenden. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich lese die Reihe auf jeden Fall mit der Tina weiter zusammen. Und ja, ich fand den ersten Teil super. Ich fand den großartig. Also wer gerne Science-Fiction-Geschichten liest, schaut euch diese Reihe unbedingt an. Richtig, richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Hat so ein bisschen ihre Schwächen auch, das Buch. Aber ich fand die Geschichte im Großen und Ganzen wirklich richtig, richtig gut. Und ich bin gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Dann habe ich noch auf meiner Liste stehen Palace of Glass
von C. Ivanna. Ich habe die ersten beiden Teile inzwischen gelesen. Ich fand den zweiten Teil auch wieder gut, aber irgendwie hat er so mich ein bisschen demotiviert, da weiterzulesen. Ich weiß nicht warum. Ich habe den zweiten Teil beendet und dachte so, ja, jetzt noch den dritten so. Ich weiß auch nicht. Der zweite hat mich irgendwie so ein bisschen gebremst dann bei der Reihe. Ich müsste den dritten lesen, damit ich mir dann auch den vierten mal holen kann, damit ich diese Reihe dann in dem Sinne auch beenden kann. Ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich das dieses Jahr ja noch hin. Ja, ja, ihr wisst das immer, ne? Mit der Motivation und den Reihen und so ist immer so ein bisschen schwierig. Dann kann ich auf jeden Fall noch beenden Monsters of Verity von Victoria Schwab. Den ersten Teil habe ich ja vorletztes Jahr gelesen. Ich habe mir letztes Jahr schon den zweiten Teil gekauft, als er rausgekommen ist. Der liegt seit letztes Jahr hier rum, aber ich habe es noch nicht gelesen. Müsste ich mal tun, weil es ist ja nur eine Dilogie und dann könnte ich diese Reihe nämlich auch beenden. Das ist auf jeden Fall noch der Plan für dieses Jahr, dass ich diese Reihe noch beende. Dann könnte ich auch noch beenden Greatest Darkness, da ist der zweite Teil ja jetzt erschienen. Das ist auch ein erotischer Liebesroman. Ich habe den ersten Teil gelesen. Ich habe die Wendung am Ende kommen sehen. Ich war wohl eine der wenigen, die diese Wendung hat kommen sehen. Alle anderen haben damit nicht so gerechnet, aber ich dachte mir schon, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Ich bin trotzdem gespannt, wie es jetzt im zweiten Teil weitergeht. Und ja, ich könnte diese Reihe dann auch mit dem zweiten Teil beenden, weil es auch eine Dilogie ist. Also ich zähle Dilogien auch mit zu Reihen, weil es halt kein Einzelband ist. Nur so fürs Verständnis. So, was haben wir denn dann noch auf meiner Liste? Genau. Dann könnte ich noch beenden Noelle und Noelle von der lieben Niki. Den vierten Teil habe ich schon da, den müsste ich nur mal lesen. Mal gucken, wann ich das tue. Dann hätte ich diese Reihe nämlich auch beendet. Dann kann ich dieses Jahr auf jeden Fall noch beenden die Kiss Love Heart Reihe von Helen Huang. Da kommt der dritte Teil ja auch jetzt noch dieses Jahr raus. Da habe ich den zweiten Teil auch vor kurzem jetzt erst gelesen. Also ich habe ihn gestern beendet. Vor kurzem. Also ich habe den zweiten Teil da gestern beendet. Und ich muss sagen, der zweite Teil hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Also wer gerne mal Liebesgeschichten liest, die so ein bisschen einen anderen Ansatz haben, schaut euch diese Bücher auf jeden Fall an. Ich finde sie großartig. Denn die Protagonisten in dieser Geschichte sind Autisten. Also die Protagonistin im ersten Teil ist eine Autistin. Und auch der Love Interest im zweiten Teil ist ein Autist. Und ich finde es großartig, wie das geschrieben wurde. Helen Huang hat selber eine gewisse Stufe von Autismus. Und ich finde, sie kann das gerade dadurch super gut erklären und vermitteln. Und ja, mir haben diese zwei Bücher sehr gut gefallen. Ich kann euch diese Reihe auf jeden Fall nur empfehlen. Wenn ihr gerne mal ein bisschen was anderes lesen wollt an Liebesgeschichten, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Ich finde sie großartig. Ja, der dritte Teil kommt, wie gesagt, dieses Jahr auch noch raus. Den möchte ich dann auf jeden Fall auch noch lesen. Dann ist jetzt auch schon erschienen inzwischen der dritte Teil der Finde-mich-Reihe von Katinka Engel. Ich weiß gar nicht, wie der dritte Teil heißt. Finde mich jetzt, halte mich hier und irgendwas mit für immer. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der dritte Teil ist schon draußen. Den muss ich mir nur noch holen. Den werde ich dann jetzt auf jeden Fall auch demnächst mitlesen und damit auch dann diese Reihe beenden. Ich finde auch diese Reihe richtig, richtig gut. Also wenn ihr gerne New Adult-Geschichten lest, schaut euch die Finde-mich-Reihe, ich weiß nicht, wie die Reihenbezeichnung gerade ist, schaut sie euch auf jeden Fall an. Ich finde sie sehr, sehr gut. Also eine ganz, ganz tolle Reihe. Dann habe ich noch angefangen. Revenge von Jennifer L. Armentrout. Da habe ich die ersten beiden Teile gelesen. Es soll wohl insgesamt eine fünfteilige Reihe werden. Das hat mir die liebe Sarah gesagt. Ich dachte so, okay, ich dachte, es wird eine Trilogie, aber es sollen wohl fünf Teile werden in dieser Reihe. Und das ist echt krass, denn der zweite Teil war schon mega. Wirklich, der zweite Teil war der Hammer. Und ja, ich freue mich schon sehr auf den dritten Teil. Ich hoffe, dass der dann wieder im Herbst diesen Jahres erscheint. Und ja, bin da auf jeden Fall sehr gespannt, was diese Reihe noch für uns bereithält. Revenge ist ja das Spin-off zu Obsidian. Und ja, ich liebe Obsidian. Ich liebe Revenge. Was soll ich dazu sagen? Eine so gute Reihe auf jeden Fall. Dann habe ich letztes Jahr ja noch mit Heartless angefangen von Sarah Wolf. Ist sie, glaube ich, die Autorin. Ich kann gerade nicht mehr gucken, mein Buch ist schon im Karton. Ja, auf jeden Fall Heartless habe ich letztes Jahr angefangen und da kommt der zweite Teil jetzt im Mai raus. Den will ich mir auf jeden Fall auch holen, da möchte ich auch auf jeden Fall gleich weiterlesen. Diese Reihe wird auch eine Trilogie, es ist eine Jugend-High-Fantasy-Geschichte, wo es um Hexen geht. Und um Menschen, die an Hexen gebunden sind und damit den Hexen dienen müssen und alles für diese Hexen tun müssen. In der Hoffnung, vielleicht irgendwann ihr Herz und somit ihr eigenes Leben wieder zu bekommen. Und ich fand den Ansatz dieser Geschichte einfach großartig. Mir hat das super gut gefallen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil. Denn ich weiß noch, dass das Ende vom ersten Teil einen richtig, richtig fiesen Cliffhanger hatte. Ja, ich bin sehr gespannt. Im Mai geht's weiter. Eine weitere Reihe, die ich angefangen habe, ist die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel. Da wusste ich ja letztes Jahr nicht, ob ich da weiterlesen sollte oder nicht. Dann hat mir der Verlag aber letztes Jahr die Entscheidung im Prinzip abgenommen, indem sie mir den zweiten Teil einfach zugeschickt haben, unangefragt. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn sie einfach unangefragt Bücher am Blogger verschicken, weil ich habe das Buch bis jetzt noch nicht gelesen. Also ich möchte es auf jeden Fall lesen, weil ich denke mir, wenn ich jetzt den zweiten Teil schon da habe, dann lese ich es auch.
Aber der erste Teil von Die Krone der Dunkelheit hat mich ja schon nicht so hundertprozentig angesprochen. Ich fand das Buch sehr ruhig, sehr, sehr, sehr nichts passierend. Ich fand das ganze Buch war wie so eine große Einleitung. Und ja, es hat mich jetzt einfach nicht so überzeugt, diese Reihe weiterzulesen, weswegen ich eigentlich auch diese Reihe erstmal nicht weiterlesen wollte. Aber wie gesagt, dann hat mir der Verlag den zweiten Teil geschickt, deswegen sie jetzt wieder auf meiner Liste steht. Ich muss mal gucken, wann ich den zweiten Teil da irgendwie mal lese. Aber wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen schade, wenn sie einfach Bücher unangefragt am Blogger zuschicken. Ja, weil es vielleicht auch Leute gab, die das Buch gerne gehabt hätten. Und jetzt habe ich es hier rumliegen und lese es nicht. Ich muss sagen, bei so neuen Reihen, wenn sie die vorstellen und da so Bloggeraktionen machen und einfach die ersten Teile an die Blogger schicken, finde ich das super cool. Weil man dadurch als Blogger auch mal rein kennenlernt, auf die man sonst vielleicht nicht aufmerksam wird. Wie zum Beispiel war das bei mir bei der Diamonds for Love-Reihe so. Bei der Sinners of Saint-Reihe war es so. Und auch bei der Finde mich jetzt-Reihe von Katinka Engel war es so. Da habe ich die Bücher einfach zugeschickt gekriegt vom Verlag, die ersten Teile, und habe dadurch die Reihen kennen und lieben gelernt. Also, aber bei zweiten Teilen finde ich das halt immer schon ein bisschen schwierig. So, auf jeden Fall, Die Krone der Dunkelheit habe ich noch begonnen. Muss ich mal gucken, wann ich da mal weiterlese. So, dann haben wir noch relativ viele Liebesgeschichten an Reihen. Und zwar habe ich noch die Redwood Dreams Reihe. Da kommt ja jetzt der zweite Teil Ende des Monats jetzt raus. Also ich glaube nächste Woche. Muss ich auch auf jeden Fall lesen. Wird, glaube ich, auch wieder eine Trilogie erstmal. Und ja, ist auch eine Reihe, die ich quasi noch angefangen habe. Redwood Dreams ist ja quasi die Fortsetzung von Redwood Love. Ich finde die Reihe mega cool. Also ich habe Redwood Love ja schon geliebt mit den drei Brüdern. Und die sind alle drei Tierärzte. Achso, gut. Und auch der vierte Teil hat mir sehr gut gefallen. Also der erste Teil von Redwood Dreams. Und ja, ich liebe es. Ich kann euch Redwood wirklich nur empfehlen. Dann habe ich noch angefangen, die Opposite Attracted Reihe. Das ist dieses The Opposite of You, The Difference Between Us und... wie heißt denn der dritte jetzt? Ich weiß es nicht. Ich lese den gerade, den dritten aktuell, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall ist das die Opposite Attracted Reihe und ja... Da lese ich gerade den dritten Teil. Und der vierte kommt dann, glaube ich, auch in 2 oder 3 Monaten raus. Das heißt, ich kann diese Reihe rein theoretisch dieses Jahr auch noch beenden. Dann habe ich noch angefangen, die Again-Reihe von Mona Kasten. Da fand ich ja den vierten Teil leider nicht so gut. Es war eine süße Geschichte, aber absolut vorhersehbar. Dieses Buch war für mich der reinste Baukasten, der vierte Teil. Wirklich, ich habe das ja mit Tina zusammen gelesen und wir haben wirklich da gesessen und haben gesagt, so, im nächsten Leseabschnitt passiert das und das. Und dann passiert das und das und am Ende passiert das und das und exakt so ist es gekommen. Also ich fand es halt sehr, sehr schade, weil der dritte Teil der Again-Reihe hat mir damals so gut gefallen. Und der vierte war einfach nur so, ja, sehr vorhersehbar und sehr Baukasten für mich einfach. Ich hoffe, dass der fünfte jetzt wieder besser wird. Ich möchte den auf jeden Fall lesen, weil ich einfach den Ansatz dieser Geschichte ultra spannend finde. Und ja, ich hoffe einfach, dass der fünfte wieder mich mehr begeistern kann wie den vierten. Und ja, auf jeden Fall die Again-Reihe habe ich noch angefangen von Mona Kasten. Ich weiß gar nicht, ob nach dem fünften Schluss ist. Weiß das einer von euch, ob dann nach dem fünften noch was kommt? Falls ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Generell gilt, wenn ihr irgendwelche neueren Infos habt wie ich, schreibt es gerne für mich und für alle anderen unten in die Kommentare. Ich bin ja auch nicht allwissend und ich hink ja manchmal mit meinen Infos auch so ein bisschen hinterher. Deswegen wäre es super, wenn ihr andere Informationen oder neuere Informationen habt wie ich, wenn ihr es einfach immer in die Kommentare schreibt, dass es ich lesen kann und alle anderen auch. Das ist immer super, wenn wir uns gegenseitig da so ein bisschen auf dem Laufenden halten, weil wie gesagt, ich bin ja nun auch nicht allwissend. So. Auf jeden Fall habe ich dann noch angefangen, die Cherish Love-Reihe von Nalini Singh. Das ist ja die Reihe, wo der dritte Teil der Cherish Love-Reihe identisch ist mit dem zweiten Teil der Rockkiss-Reihe. Also alle, die Rockkiss komplett gelesen haben, ihr braucht den dritten Teil der Cherish Love-Reihe nicht lesen. Es ist exakt das gleiche Buch. Es steht auch auf der Verlagsseite so drauf, dass es exakt das gleiche Buch ist. Also, wenn ihr nicht jetzt zwingend das Buch doppelt haben wollt, braucht ihr den dritten Teil nicht lesen. In der Scheibe-Schlaf-Reihe geht es ja um die Familie Bishop. Wie wir ja wissen, ist ja Gabriel Bishop im zweiten Teil der Rockkiss-Reihe der Chef von Charlotte. Und Charlotte ist ja die beste Freundin der Protagonistin aus dem ersten Teil der Rockkiss-Reihe. Und ich liebe ja die Geschichte von Charlotte und Gabriel. Ist ja meine absolute Lieblingsgeschichte der Rockkiss-Reihe. Und ich kann verstehen, dass der Verlag es jetzt nochmal mit reinnimmt bei der Scheibe-Schlaf-Reihe, weil er ja auch zur Familie Bishop gehört. Aber es ist natürlich exakt das gleiche Buch wie Rockkiss 2 und deswegen werde ich es mir auf jeden Fall nicht nochmal kaufen, weil mir reicht es, wenn ich die Geschichte einmal habe. Auch wenn ich dann halt die Reihe nicht komplett habe, aber es macht für mich keinen Sinn, ein Buch doppelt zu kaufen. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis für euch. So, dann habe ich jetzt wieder auf meine Liste setzen können. Die Hartwell Love Stories von Samantha Young, die hatte ich ja auf meiner abgebrochenen Liste erst stehen, aber...
Da ja nun Samantha Young beim Mira Taschenbuchverlag untergekommen ist und der Verlag ja gesagt hat, wenn nichts dazwischen kommt, übersetzen wir die Hartwell Love Stories natürlich auch weiter. Dann ja, habe ich die Reihe jetzt wieder auf meine Liste setzen können. Ich freue mich so, Leute. Ich freue mich, dass die Reihe weiter übersetzt wird. Also ich hoffe, dass da nichts mehr dazwischen kommt und wir im Herbst dann die Hartwell Love Stories weiterlesen können. Das fände ich mega gut. Wirklich. Mega. Mega, mega, mega. Dann habe ich noch auf meiner Liste Cat and Cole von Emily Suveda. Ich weiß nicht, wann der dritte Teil kommt. Ich glaube, der ist auch fürs Englische noch nicht angekündigt. Keine Ahnung, ob er dieses Jahr noch erscheint oder erst nächstes Jahr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der dritte Teil übersetzt wird und dass der Verlag dann nicht sagt wieder, ach nee, wir übersetzen den nicht mehr, weil Verkaufszahlen waren zu schlecht. Ich glaube, dann drehe ich irgendwann durch, wirklich. Also Cat and Cole ist ja auch eine wahnsinnig gute Geschichte. Der zweite Teil war ja auch unter meinen Top 5 letztes Jahr an Büchern. Und wer gerne Science-Fiction-Geschichten mit so einer postapokalyptischen Stimmung liest, der sollte sich auf jeden Fall Cat and Cole mal angucken. Eine so geniale Geschichte, wirklich super genial. Wirklich super, super, super genial. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ja, dann, da fehlt dann noch der dritte Teil. Keine Ahnung, wann der kommt. Ich habe dazu noch nichts gefunden. Wie immer gilt, wenn ihr was wisst, gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall habe ich diese Reihe noch angefangen. Und dann habe ich auf meiner Liste noch stehen die Brimston Bleed-Reihe von Victoria Scott. Die Brimston Bleed-Reihe ist ja nun schon einige Jahre alt. Also ich glaube 2015 ist da der zweite Teil rausgekommen. Und da hat immer der dritte Teil gefehlt. Also diese Geschichte war für mich nie zu Ende. Also in der Brimston Bleed-Reihe geht es ja um dieses Rennen quasi. Und jetzt ist echt meine Speicherkarte voll. Ich muss meine Speicherkarte mal ganz kurz leer machen. Jetzt will ich weiter drehen und dann sitzt der kleine Stinky hier auf meinem Hocker. Milo, gehst du bitte runter vom Hocker? Ich möchte gerne weiter drehen. Wir müssen dieses Video noch zu Ende bringen. Okay? Deal? So, hallo. Da bin ich wieder. Jetzt war die Speicherkarte auch noch voll. Jetzt nicht nur der Akku leer, auch noch die Speicherkarte voll. Ah! Immer wenn ich drehe. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Speicherkarte schnell leer gemacht und wir machen weiter mit diesem Video. Brimston Bleed war ich gerade. Ich hatte gerade gesagt, bei der Brimston Bleed-Reihe ist es ja so, dass der erste und der zweite Teil sich mit diesem Brimston Bleed, das ist ja ein ganz, ganz großes Rennen gewesen, worum es in den ersten beiden Teilen ging, beschäftigt. Damit war die Geschichte aber noch nicht zu Ende, denn unsere Protagonistin Teller, hieß sie Teller? Ich glaube, sie hieß Teller, hatte ja ein großes Problem und dieses Problem konnte ja nur gelöst werden, wenn sie den Brimston Bleed gewinnt. Aber dem war ja nicht so. Und deswegen gibt es auf jeden Fall noch Potenzial für einen weiteren Teil. Und dann kam ganz, ganz lange nichts. Und dann hieß es, ja, es soll einen weiteren Teil geben. Aber es ist nicht gesagt, wann. Und dann war wieder lange nichts. Und jetzt habe ich letztens irgendwo gelesen, dass die Autorin gerade dabei ist. Ich glaube, auf ihrer Instagram-Seite habe ich es gelesen. Dass die Autorin gerade dabei ist, den dritten Teil zu schreiben. Also hoffe ich, dass es irgendwann einen dritten Teil der Brimston Bleed-Reihe geben wird. Weswegen diese Reihe wieder mit auf meiner Liste steht. Ja, Brimston Bleed. Eine sehr, sehr coole Reihe. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Also Feuer und Flut und Salz und Stein sind die beiden Bücher, die dazu bisher erschienen sind. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Schaut sie euch mal an, wenn ihr gerne mal ja, Jugendgeschichten lest, die so ein bisschen einen anderen Ansatz haben. Jetzt haben wir noch die Buchreihen, wo ich keine Ahnung habe, wann sie jemals enden werden, beziehungsweise wann die letzten Teile da erscheinen werden. Und zwar sind das zum einen von Nalini Singh die Gestaltwandler-Reihe, also Age of Trinity ist ja aktuell die zweite Staffel der Gestaltwandler-Reihe, also das ist die Reihe, die hier immer im Hintergrund steht. Und da sind bis jetzt 18 Teile erschienen und diese Reihe ist noch lange nicht zu Ende. Also ich habe keine Ahnung, wann da jemals Schluss sein wird. Und diese Reihe wird wahrscheinlich auch noch die nächsten 5 Jahre auf meiner angefangenen Reihenliste stehen. Und ja, das ist eine von den Reihen, wo ich keine Ahnung habe, wann es jemals enden wird. Wo ich auch wirklich sehr, sehr traurig wäre, wenn es jemals endet. Also das ist so eine Reihe, die kann von mir aus immer weitergehen. Also Nalini Singh lässt sich da ja auch immer wieder was Neues einfallen. Und deswegen kann diese Reihe gerne noch ein Weilchen bestehen bleiben. Dann habe ich noch auch von Nalini Singh die Gilde der Jäger, diese Engelsreihe. Da habe ich auch keine Ahnung, wann die jemals enden wird und da muss ich auch mal weiterlesen. Da war ja der fünfte Teil so traumatisierend für mich. Danach habe ich ja bei dieser Reihe nicht mehr weitergelesen, weil mich der fünfte Teil so traumatisiert hat. Gerade dieses Ende war so krass und oh mein Gott. Und ja, da müsste ich aber auch auf jeden Fall mal weiterlesen. Wie gesagt, das ist auch so eine Reihe, wo ich keine Ahnung habe, wann da jemals der letzte Teil erscheinen wird oder wann der letzte Teil dann kommt. Dann habe ich hier noch draufstehen die Fuchsreihe von der lieben Niki, wobei ich da letztens mit Niki gesprochen habe, dass sie ein Ende in Sicht hat. Also es sind bis jetzt ja 15 Teile erschienen zu dieser Reihe plus Nebengeschichten und sie ist jetzt dran, Teil 16, 17, 18 zu schreiben
Und ich glaube, dann wird es vielleicht noch 19, 20, 21 geben. Und ich glaube, dann ist auch irgendwann mit der Reihe Schluss. Also da könnte ich vielleicht nächstes Jahr irgendwie mal ein Ende haben zu dieser Reihe, je nachdem, wie Niki halt auch zum Schreiben kommt. Aber da hat sie mir schon gesagt, da ist so langsam ein Ende in Sicht. Dann habe ich hier noch draufstehen die Green Mountain Serie von Mary Force. Die Gensit Island Reihe von Mary Force hat, glaube ich, aktuell 26 Teile. Wir sind bei der Green Mountain Serie bei Teil 9. Da wisst ihr, wie lange diese Reihe rein theoretisch noch gehen kann. Also noch eine ganze Weile. Also ja, Green Mountain, keine Ahnung, wann die jemals enden wird. Genauso ist es bei Big Rock. Ich habe keine Ahnung, wie viele Teile da im Englischen schon erschienen sind. Das ist oftmals das Problem, was ich habe, ist, dass Reihen im Deutschen ja eine andere Reihenbezeichnung haben wie im Englischen. Und ich dadurch immer keine Ahnung habe, weil die Titel ja auch immer alle anders klingen, welche Reihe jetzt welche ist bei den Autoren, wenn man da direkt mal auf der Internetseite guckt. Meistens kann man es dann noch rauskriegen, wenn man die Inhaltsangaben liest und dann denkt so, okay, die zwei Charaktere kenne ich aus der Reihe. Dann weiß man auf jeden Fall schon mal, dass dieses eine Buch zu dieser Reihe gehört. Dann guckt man, wohin dieses Buch im Englischen gehört, zu welcher Reihe, und dann sucht man das. Also es ist schon sehr, sehr umständlich, immer das rauszukriegen. Ja, auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wie lang die Big Rock-Reihe ist. Da ist ja jetzt der neue Teil im Februar auch erschienen, den habe ich auch schon zu Hause. Und ja, keine Ahnung, wie lange diese Reihe noch gehen wird, ob die weiter übersetzt wird. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich habe keinen Plan. Dann habe ich noch hier draufstehen die Elemental Assassin-Reihe von Jennifer Estep. Da ist jetzt, glaube ich, der 17. oder 18. Teil erst erschienen vor kurzem. Ich hänge immer noch bei Teil 5. Also ich weiß auch nicht, inwieweit ich die Elemental Assassin-Reihe noch lesen werde. Ich habe den 6. und 7. Teil auf jeden Fall noch zu Hause. Die will ich auf jeden Fall noch lesen. Und wenn es mich dann irgendwie packt und ich sage, ja, ich möchte Teil 8 weiterlesen, dann werde ich mir immer die weiteren Teile dann jeweils holen. Aber das ist auch so eine Reihe, wo ich keine Ahnung habe, wann sie jemals endet und wann ich jemals dazu kommen soll, diese Reihe fertig zu lesen. Und bei mir ist es gerade hier ein bisschen windig, weswegen mir hier gerade die Fenster zu klatschen. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich meine Fenster zugemacht. Jetzt dürfte das nicht mal hier so im Hintergrund so klatsch-klatsch gehen mit den Fenstern. Ja, auf jeden Fall, Elemental ist das eine Reihe. Ich weiß nicht, wann da jemals ein Ende kommen soll. Dann habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen die Dragon Fortune-Reihe von Niki. Da habe ich ja die ersten beiden Teile gelesen. Ich glaube, der dritte Teil ist schon draußen. Und ja, ich weiß auch nicht, wie viele Teile diese Reihe jemals haben soll und wann da dann irgendwie mal ein Ende kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Niki ist da auch dran, sich einen Plan zu machen, was die Reihe betrifft. Und dann habe ich noch die Rock and Love Me-Reihe von Niki auf meinem Zettel. Da ist jetzt der dritte Teil, Zachary oder Zacharias, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ist der dritte Teil jetzt noch nicht erschienen, aber der erscheint dann jetzt bald im Sommer. Und dann gibt es ja noch auf jeden Fall den vierten. Wann der kommt, keine Ahnung. Ob das dieses Jahr wird, weiß ich nicht. Also da werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen warten müssen. Also da habe ich auch keine Ahnung bei den Büchern, wann die rauskommen. Es kommt halt darauf an, wie Niki zum Schreiben kommt. Niki ist ja Self-Publisherin und hat nebenbei auch noch einen Job und ein Kind. Und ja, das ist mit dem Schreiben immer so eine Sache. Auf jeden Fall, ja, sind das die Reihen, wo ich noch keine Ahnung habe, wann ich sie beenden kann, wann da jemals ein Ende kommt und wie sich das alles so verhält. Hallo, und da ist sie wieder, die Susi aus dem Schnitt. Die Susi aus dem Schnitt kommt wahrscheinlich in nächster Zeit öfters, wenn ich weiterhin so ein Dulli bin und meine Listen nicht aktuell halte. Ja, meine angefangenen Buchreihen. Ich habe gesagt, es sind 30 Stück. Erstmal habe ich zwei Buchreihen, die auf meiner Liste standen, im Video vergessen, euch zu zeigen. Dann habe ich gerade nochmal mein Bücherregal so durchgeguckt und bin gerade mal hier so durchgelaufen. Und was stelle ich dann fest? Ich habe Bücher vergessen. Die standen nicht mehr auf meiner Liste. Ich habe die nicht auf die Liste geschrieben, die Bücher, warum auch immer. Auf jeden Fall gehen wir deswegen jetzt nochmal ganz fix hier kurz durch, damit ich euch zeige, was für Bücher denn jetzt noch fehlen. Und vielleicht finden wir jetzt noch eine Reihe, die ich vergessen habe. Lasst mich mal gucken. Also, was ich auf jeden Fall vergessen habe, ist... Kist von Jennifer Armentrout habe ich ja auch noch angefangen. Da kommt ja noch ein Teil. Also diese Reihe, dieses Spin-off zur Wicked-Reihe ist ja rein theoretisch auch eine Reihe. Deswegen ist ja eine Dialogie. Deswegen ist das noch nicht abgeschlossen. Deswegen ist es eine Reihe. Deswegen muss ich euch das zeigen. Dann noch das Vermächtnis der Grimms von Nicole Böhm habe ich auch vergessen. Da fehlt auch noch der zweite Teil. Den lese ich ja jetzt erst noch mit Annika. Dann habe ich auch vergessen. Wartet, mal kurz hier alles beiseite stellen. Von Leigh Bardugo, King of Scars, da kommt auch noch ein Teil. Und natürlich auch ganz aktuell das neunte Haus von Leigh Bardugo, da kommt ja auch noch ein Teil. Also die drei Bücher habe ich komplett vergessen, die standen auf keiner meiner Listen. Vier,
Vier, es sind sogar vier. Krims muss ich auch noch mitzählen. 1, 2, 3, 4. Also ja, diese vier Bücher standen auf keiner meiner Listen. Ich weiß nicht warum. Deswegen habe ich sie auch einfach mal vergessen. Und ich gucke jetzt nochmal mit euch ganz fix mein Regal durch, ob ich noch irgendwas anderes vergessen habe. So, ich habe sogar noch eine gefunden, nämlich die hier. Huch. Idle. Von Kristen Callahan. Stand auch nicht auf meiner Liste. Habe ich euch zu... Oder stand das drauf? Ich glaube, Idle stand drauf. Ich habe das nur auch komplett überlesen, übersehen, keine Ahnung. Also Idle fehlt auch noch. Und die zwei, die auf jeden Fall auf der Liste standen, die ich euch nicht gezeigt habe. Die Mills Brothers Reihe von Helena Hunting. Wie ich die vergessen konnte, ich habe keine Ahnung. Da kommt ja jetzt der neue Teil im Mai, glaube ich, raus. Oder kommt der jetzt im März? Kommt der im März jetzt raus? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kommt da noch ein Teil, der heißt Hope. Ich weiß aber auch nicht, ob das dann der letzte Teil ist. Und was auch noch fehlt, ist die Off-Campus-Reihe von Elle Kennedy. Die will ich auch irgendwann mal noch komplett lesen. Und ja, die habe ich auch vergessen. Also mit den beiden Büchern hier sind es 30. Plus die vier, die ich dort noch gefunden habe. Plus Idle sind wir bei 35 rein. Also das Licht hier in dem Zimmer ist echt eine Katastrophe. Ich weiß jetzt nicht, wo ich mich hier hinstellen soll. Auf jeden Fall sind es 35 rein und nicht 30, wie ich gleich jetzt im weiteren Video sagen werde. Ich füge das jetzt hier einfach nachträglich noch ein. Also ja, sorry, ich bin halt ein Dussel und ja, deswegen vergesse ich halt auch gerne mal was. Also es sind 35 Buchreihen, die ich aktuell angefangen habe. Auch damit kann ich leben. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber ich wollte euch natürlich sagen, der Korrektheit halber, und euch da nicht irgendwelche Mist erzählen. Deswegen sage ich jetzt mal, macht die Vergangenheit Susi weiter und redet von ihren 30 Buchreihen und freut sich, dass es nur noch 30 sind. Yay! Und ja, ich sehe ein bisschen zerstört aus. Es ist schon recht spät. Also ich klinge mich aus. Bis dann. Und ja, das waren meine 30 angefangenen Buchreihen. Also wie gesagt, ich finde 30 ist eine überschaubare Zahl und es ist eine Zahl, mit der ich auf jeden Fall gut leben kann. Ich kann dieses Jahr, wie gesagt, ja auch noch einige Reihen rein theoretisch beenden und ich will auf jeden Fall versuchen, auch diese Reihen zu beenden. Ich versuche dieses Jahr auch keine neuen Reihen anzufangen, was das Kaufen betrifft. Also ich habe noch so viele ungelesene Reihen ja hier zu Hause. Wenn ihr wissen wollt, was das für welche sind, schaut in das Video von 2019. Da zähle ich die auch alle nochmal mit auf, aber das sind solche Reihen wie zum Beispiel die Engelsforce-Reihe, also Zirkel, Feuer, Schlüssel. Dann habe ich noch die komplette Ashes-Reihe hier. Ich habe die Elyra-Reihe von Ursula Poznanski hier. Ich habe Perfect und Flawed von Cecilia Ahern noch hier. Ich habe noch komplett hier die Paper-Reihe, also hier Paper Princess und den ganzen Kram. Ich habe von Janet Clark noch diese eine Reihe hier mit... Schweig still, süßer Mund, Singgefliegel, Vöglein, Stirb. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenbezeichnung ist. Diese Reihe habe ich noch komplett hier. Also ich habe hier noch so einige Reihen rumliegen, wo ich auch auf jeden Fall mal anfangen muss zu lesen. Das will ich dieses Jahr ja versuchen und damit auch ein bisschen Sub abbauen und ja, Reihen beenden auf jeden Fall und nicht versuchen, so viele neue zu kaufen. Aber wie gesagt, ich hatte ja schon mal geguckt in die Neuerscheinungen bis Juni. Und da war jetzt keine Reihe dabei, wo ich sage, ich muss diese Reihe unbedingt lesen. Also ich muss diese Reihe unbedingt haben. Da war für mich nichts dabei. Also Game of Gold hat sich für mich ganz gut angehört vom HarperCollins Verlag. Das fand ich ganz ansprechend. Was war es denn nur noch? Es war noch eine Reihe, eine Jugendbuchreihe, wo ich sage, das klang eigentlich ganz cool. Aber das sind halt so Reihen, wo ich sage, okay, die kann ich auch irgendwann mal lesen. Schatzi, willst du wieder hochkommen? Schatzi, hey, Baby, willst du wieder hochkommen? Na, komm mal. Gut, alle hopp. Und ja, aber das sind halt so Reihen, wo ich sage, die kann ich halt auch irgendwann mal lesen. Das hat jetzt nichts, das ist jetzt nichts mit Priorität für mich. Und ja, da habe ich dieses Jahr, wie gesagt, noch keine einzige Reihe jetzt in der ersten Jahreshälfte gefunden. Im September kommt ja, September, ne, kommt Crescent City von Sarah J. Maas. Die will ich auf jeden Fall lesen, diese Reihe. Das Buch werde ich mir auf jeden Fall holen. Aber ansonsten habe ich bis jetzt nichts so für mich entdeckt. Deswegen... sollte das mit dem Subabbau dieses Jahr eigentlich nicht so problematisch werden. Wobei ich ja auch nicht so viel lese wie im letzten Jahr. Ne? Also ich lese zwar, aber halt nicht so viel im Moment, weil ich halt sehr, sehr viel spiele auch. Und ja, wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Und dann, wenn wir nächstes Jahr wieder hier so zusammensitzen und ich über mein angefangenes Buch reinspreche, sind es hoffentlich ein paar weniger wie 30. Ich hoffe es einfach mal. Und ja, mehr kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen. Wie immer gilt, wenn ihr Informationen zu irgendwelchen Reihen für mich habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ja, wie viele Reihen habt ihr denn so angefangen?
Seid ihr auch so in dem Bereich? Habt ihr weniger? Habt ihr mehr? Und ja, schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei euch immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.